ich habe ja gesagt, ich will Ausdauer skillen, weil ich kann es kurz erklären. Also Magie können wir mit Eragon noch nicht, weil wir einfach viel zu blöd sind dafür im Grunde. Mit Eragon Magie kann man machen, aber ich habe dafür nicht nachher immer jemand anders genommen. Zutaten auswählen, Tränke erhöhen für Kräuter, sind halt eben Kräuter pflücken und auch Tränke verarbeiten. Waffe ist halt eben duellieren. Ich kann nachher so schöne Leute finden, mit denen ich mich kloppen kann. Da kriege ich von denen ganz gute Sachen. Ausdauer, Kisten aufbrechen, das kann ich auch nochmal gleich zeigen, wo man das findet. Und Spezialfähigkeiten. Aber was sind die Spezialfähigkeiten? Das will ich jetzt wissen. Das will ich hier im Let's Play mal ausprobieren, weil, ja, ich neugierig bin. Und Ausdauer ist halt eben Spuren lesen und Distanz-Spezialangriffe. Spuren lesen, kann ich mal zeigen. Distanzangriffe, Spezialangriffe sind halt eben auch wieder Kombos zum Bezug auf mit Bogenkämpfen. Ich glaube, ich lasse erstmal hier lasse ich erstmal auf Jagd, weil das momentan noch eh vollkommen wurscht ist. Aber nachher gehen wir halt eben auch auf das, weil auf Stufe 70 ist eh egal. Ja, Roran ist halt eben ausrichten auf Ausdauer oder Waffe. Ich lasse ihn auf Ausdauer. Und Katrina lasse ich auf Kräuter. Halt eben kann ich hier. Du brauchst mit einer Kräuterstufe von 15. Ja. Ups, ich habe gerade auf den Tabulator gedrückt. Verdammt. Ja, ich habe mir. Hier, das sind diese Spuren, die man halt eben dann so lesen kann. Und dann gehen die Fußspuren halt weiter. Zack, zack, zack. Kommen sie hier an und dann kann ich hier halt was finden oder kämpfen, je nachdem. Also ich weiß jetzt, dass das da war, weil. Das ist das Offensichtlichste. Aber das kann ich pflücken. Das ist folgendes. Basilikum das dreimal. Wunderbest. Hallo Typ. Wurms Geschichten hören sich so echt an, als hätte sie selbst erlebt. Oh, Spoiler aus dem Kinofilm. Nee, nicht wirklich, aber wer den Kinofilm kennt oder auch aus dem Buch hat, der weiß ja, was passiert. Wenn ich nicht. Ich habe mal ein bisschen Kräuter, könnte ich schaden. So, mich ihn ansprechen. Pernier, kannst du mir helfen? Möglicherweise. Was ist denn los? Ich habe meine Klinge aus Gras verloren. Ja. Eine Klinge aus Gras, das ist doch wohl ein Scherz. Das ist kein Scherz, sie ist scharf und lang. Wir werden nach Ausschau halten. Vielen Dank, sucht im Buckel nach Spuren. Ich glaube, dass sie die mitgenommen haben. Ja, diese Grasklinge, die ist eigentlich für Arya gedacht, aber die ist nachher wieder sowas von schlecht. Ein Dieb hat die Läden bestohlen. Bist du als Jäger einfach genug, um ihn aufzuspüren? Ja, bin ich. Aber der ist noch zu stark für uns. Raufbau des Imperiums. Keiner von euch ist gut genug, um gegen mich zu kämpfen. Ja, das sind halt eben diese Duelliertypen. Mich interessieren nur Kämpfe, die mich herausfordern. Das sind halt eben diese Duelliertypen. Hallo, gleich mal auch hin. Ja. Das sind diese Duelliertypen, wenn man genügend Waffe geskillt hat, kann man gegen die kämpfen. Und ja, den Typen haben wir auch noch zum Moos. Würde einer von euch in den Waffenausrichtungen intensivieren, wäre er vielleicht bereit, für euch zu verprügeln. Ja, ja, großes Maul. Halt eben hier ist Horst. Eragon, guten Morgen. Und euch wünsche ich auch einen guten Morgen, Katrina und Roran. Guten Morgen, Horst. Bist du bereit für die Arbeit? Jawohl. Gut, dann nimm die Werkzeuge. Das folgende ist 6 Kronen. Ach, ich sag mal noch was. Schleifstein erhalten. Metzstein. Oh. Bronze Schwert für Eragon. Das sind meine Schmiedewerkzeuge. Schleifstein und Metzstein. Lecker Waffe oder kann man mit Seilen, Stein und Öl bearbeiten? Das Waffen kann man mit Öl oder Schnüren bearbeiten. Ja, also im Prinzip deine Waffen verbessern. Rüstungen kommen in die Schmiede. Ja, das ist das Schmiedemenü. Rechts siehst du deine Liste der Wegfinde, die du momentan hast. Ja. Du kannst sie durchblättern, indem du von oben nach unten drückst. Du kannst auch mit L und R zu den jeweiligen Charakteren springen. Ja. Werden wir das Bronzeschwert benutzen? Ja, Demonstration, schön und gut. Siehst du 3 Symbole, von denen 2 leer sind. Die zeigen an, womit du die Waffe bearbeiten kannst. Also wir können jede Waffe, jede Rüstung im Prinzip 3-mal bearbeiten. Aber halt eben mit jedem bestimmten Gegenstand nur einmal. Mit jedem Stein, Öl, Stempel, was auch immer nur einmal. Pro Feld. Wenn das Feld jeweils öfters, wir sehen halt in diesem Fall da diesen blinkenden das Steinsymbol. Wenn jetzt 2 Steinsymbole wären, könnten wir im Prinzip 2 verschiedene Steine darauf anwenden. Bearbeiten kannst, ob du bereit bist, irgendwelche Modifikationen vorgenommen worden sind. Ja, kann man auch so. Schnell aufnehmen, wir jetzt muss man fangen mit A an. Hier werden die Steine angezeigt, die ich dir gegeben habe. Du kannst einen davon.
Wenn du dir sicher bist, beantworte die entsprechende Frage mit ja. Ja, der macht das übrigens gerade alles für mich. Mikrofon fertig. Aufgrund des Schleifsteins verursacht eine Waffe jetzt mehr Schaden. Hip, hooray! Es kostet Geld, eine Waffe zu bearbeiten. Wie viel hängt von davon ab, was du auf einen Fall anwenden willst? Ja, manche Sachen kosten 2000 Gold nachher. Du kannst eine Waffe so oft bearbeiten, wie du möchtest. Jo. Aber das lassen wir vorerst. Wir müssen ihm, glaube ich, 150 Geld zurückgeben. Und das hier ist so eine Kiste. Ein Ausdauerausdruck. Um zu öffnen. Ja, die können wir alle eintreten. Hier haben wir Brom und hier haben wir eins von diesen Magiebüchern. Wenn wir genügend Magie geskillt haben, ja, hier bräuchten wir für 72, um es zu lesen, dann können wir alle Zauber erlernen. Brom, Angriffe mit A verursachen deutlich einen durchschnittlichen Schaden. Angriffe mit B sorgen für eine größere Schadensbreite. Ja, aber danke für den Tipp, Brom. Du bist ein Held. Du warst auf Wohl des Imperiums, stimmt. Du bist Banditen, Karawane, das ist ein Typ. Ah ja, hier, bei ihr können wir Kräuterkundige. Oh Mist, wir haben jetzt 15 Minuten, verdammt, ich Idiot. Dann schneide ich hier, auch wenn es blöde ist, und dann bis denn.